Was geht ab, Fitnessfreunde? Herzlich willkommen zum neuen Video. Als erstes mal eine geile Info. Bei Humanity gibt es jetzt 40% Sale, Black Friday. Und zwar könnt ihr alles kaufen, 40% reduziert. Ich habe hier zum Beispiel zwei Sachen an. Ich zeige euch das mal. Es ist einmal das T-Shirt in weiß, gibt es auch in schwarz. Hier ist der Humanity-Schriftzug. Hinten ist auch noch ein Logo hier auf dem Nacken, kann ich hier jetzt nicht zeigen. Und einmal hier der Flügel. Zieht sich hier in weiß, bei schwarz ist es schwarz in schwarz über das T-Shirt. Hose habe ich auch an. Da haben wir so Einzelheiten wie den Schriftzug hier. Kennt ihr ja. Und hier auf dem Po das Logo. Ihr könnt euch nochmal die Sachen genau im Shop anschauen, aber ich kann euch sagen, nach einem Dreivierteljahr trage ich das wirklich. Also die Hose jeden Tag, das T-Shirt sehr, sehr oft. Immer wieder gewaschen und die Qualität ist mega, also es ist nichts verwaschen, nichts irgendwie kaputt gegangen. Den Link findet ihr jetzt am Ende des Videos als Infokarte und natürlich in der Videobeschreibung. Vielen Dank für den Support und viel Spaß mit den Klamotten. Ich bastel mir einen Booster gerade. Ich hätte mir auch Koffein reinmachen können in den Booster jetzt, aber ich nehme mein Koffein jetzt heute als Kaffee zu mir. Moment mal, es ist ein bisschen bescheuert. Also ich glaube, ich trinke den Kaffee doch nachher, weil Koffein bewirkt mir bei mir jetzt persönlich, dass ich keinen Hunger habe. Also das hemmt meinen Hunger richtig doll. Hunger habe ich trotzdem nicht, deswegen muss wieder ein Shake am Start. Ihr kennt es von meinen Videos früher, immer Shakes geballert. Mixer habe ich noch da und ich zeige euch gleich mal, was reinkommt. Erstmal mache ich mir mein Pre-Workout für nachher. Selbstgemachte Weight Gainer kann man ja machen, wie man will. Und sie haben den Vorteil, sie sind meistens günstiger als gekaufte. 200 Gramm Haferflocken mit 750 Kalorien, 50 Gramm Datteln mit ca. 130 Kalorien, eine Banane mit etwa 100 Kalorien und 1 Scoop Proteinpulver mit 130 Kalorien. Das entspricht dann in der Summe etwa 1100 Kalorien für den Frühstücks-Weight-Gainer. Man kann ihn natürlich hochpushen auf 2000, 2500, 3000 Kalorien, dann wäre es irgendwie bis hier voll. Mir reicht es erstmal, weil ich muss ja auch noch verdauen, bis ich beim Training bin. Der Shake ist zum Beispiel vegan, deswegen schmeckt er auch so scheiße. Aber mit der Zeit müssen einfach die Kalorien rein. Bei mir ist jetzt der Setpoint erreicht. Mein Körper fühlt sich wohl. Entwickelt nicht mehr so viel Hunger, also mir fällt es wieder schwer, viel zu essen. Irgendwann, wenn man es trainiert hat, sowas zu trinken, egal ob lecker oder eklig, ob viel oder wenig, irgendwann geht es einfach runter, weil es rein muss, ne? Kalorien müssen rein. Ja, und so sieht es dann am Ende aus, wenn alles ausgetrunken ist. Ich habe das Gefühl, der Shake ist genauso rausgekommen, wie er reinkam. Also, nachdem ich den getrunken habe, musste ich direkt auf Toilette. Es gibt zwei Typen von Menschen. Die einen essen und essen und essen und gehen irgendwann auf Klo. Und die anderen essen und gehen sofort auf Klo. Der Friseurbesuch ist schon mal erledigt. Vielen Dank, Summit, immer wieder für den geilen Haarschnitt. Okay, ich habe die jetzt noch nicht gewaschen, aber der Schnitt ist auf jeden Fall geil. Passt für morgen, weil morgen habe ich ein cooles Projekt, einen Fernsehdreh. Kann ich noch nicht so viel verraten, aber kommt was Cooles. Ich finde es voll krass, was gerade so auf Fitness-YouTube abgeht. Ich habe natürlich auch eine Meinung dazu, weil ich habe... Ich kann eigentlich sogar noch mehr dazu sagen, weil ich da auch selber Erfahrungen gemacht habe. Also ich kenne eigentlich alle Beteiligten persönlich. Ich könnte so ein Clickbait-Video machen und auch einfach meinen Senf dazu geben oder ein Interview mit Galnikus geben und meine ganzen Fakten raushauen. Jeder YouTuber will Klicks machen. Also wenn jemand erzählt, ich mache Videos und will gar keine Klicks dafür. Man versucht mit Thumbnails, mit Titel natürlich schon und mit dem Inhalt auch so zu polarisieren, dass man Klicks bekommt als YouTuber. Aber man muss trotzdem nicht zu allem seine Meinung äußern und vor allem sollte man es auch nicht. Weil da habe ich zum Beispiel daraus gelernt, wenn man
immer wieder auf alles eingeht, man macht es nur schlimmer, als es ist. Irgendwo wird die Wahrheit sein, irgendwo dazwischen wird die Wahrheit sein, keiner weiß wo. Aber ihr könnt mal sehen, wie die Leute eigentlich sind. Das Einzige, was ich gebracht habe, was man wirklich sagen könnte, das war nicht okay, war halt das Gewinnspiel. Aber da muss ich einfach dazu sagen, dass ich in der Hinsicht einfach zu naiv gewesen bin, wie ich das oft so bin. Und ich wusste einfach nicht, was das ist. Also ich habe gedacht, ja geil, ein Gewinnspiel für mein Magazin wird bestimmt einige Leser anlocken, sage ich ganz ehrlich. Also natürlich, wenn du so ein Gewinnspiel im Magazin hast, dann gucken das natürlich noch mehr Leute. Aber ich habe mich einfach nicht informiert, weil die Firma, mit der ich das Magazin gemacht habe, die haben gesagt, ja, also ich habe denen halt vertraut und ich bin immer noch cool mit denen und so weiter. Und die wussten einfach nicht, wie die Fitness-Community drauf ist. Also die haben das auch nicht böse gemeint und so. Und deswegen habe ich auch alles auf mich genommen. Man sollte nie die Schuld von sich weisen, weil letztendlich war es mein Magazin. Ich hätte den Inhalt kontrollieren müssen, habe ich aber nicht. Da war ein scheiß Gewinnspiel jetzt drin. Hätte ich Cash machen wollen, hätte ich das weiterlaufen lassen. Da konnte man wirklich gut viel Geld mit verdienen, ohne jetzt Geld von den Zuschauern abzuziehen, sondern einfach nur durch Affiliate, ganz normal. Aber trotzdem finde ich, würde ich persönlich an sowas nicht teilnehmen, und deswegen haben wir es nach einem Tag rausgenommen und da praktisch nichts mit verdient. Also ich muss ehrlich sein, ich habe keinen Cent davon gesehen. Und ich habe trotzdem das Geld gespendet aus eigener Tasche, aber ist egal. Und das war das Einzige, wo ich sage, okay, da habe ich einen Fehler gemacht. Das war unseriös von mir, das war kacke. Aber wenn man so sieht, was die anderen so abziehen, ne? Also das ist nochmal eine andere Liga. Aber trotzdem, so wie ich die Jungs kennengelernt habe, sind die privat wirklich alle in Ordnung und halt einfach Businessmänner, ne? Das sind Businessleute, das sind YouTuber, das sind korrekte Jungs, aber es sind auch halt auch Businessleute. Und bei mir ist so, ich versuche auch Business-Oscar zu sein, aber ich krieg's nicht immer so wirklich hin, weil ich einfach zu ehrlich bin, zu loyal bin und so ein gutes Herz habe, dass ich niemals jemanden verarschen wollen würde mit Absicht. Aber jeder soll denken, was er will. Aber ich find's trotzdem unfair, wenn die jetzt ein Video machen, dass das gnadenlos gehatet wird, ne? Weil ich stecke auch in der Haut. Ich weiß, wie es ist, einfach negative Kommentare für gute Bewertung für ein gutes Video zu erhalten. Das ist einfach nicht in Ordnung, finde ich, weil zum Beispiel jetzt dieses Pro Bro Classics Video, diesen Aftermovie, das Video ist so heftig geil, muss ich echt zugeben. Und da jetzt mehr Daumen runter als Daumen hoch zu geben, finde ich unfair, weil wenn man dieses Video als einzelnes betrachtet, ist es ein geiles Video und da muss man es auch dementsprechend bewerten. Ihr wisst nicht, wie schwer das ist, Alter, als YouTuber. Also, ich sag mal so, man hat ein geiles Leben, man hat sich den Arsch aufgerissen dafür, dass man die Anzahl der Abonnenten hat, die man heute hat. Aber es ist auch nicht so schwer, guck mal, ich gebe selber zu, das bringt so Spaß, auch Videos zu machen, zu schneiden, und man kann ausschlafen, dies, das. Aber guck mal, man kann so heftig niedergemacht werden, beleidigt werden und so, man steht in der Öffentlichkeit, das ist wirklich kein leichtes Leben. Und vielleicht denken einige Zuschauer, ja, sie haben nicht so die Macht, aber die Zuschauer, also ihr habt so eine Macht, ihr könnt in der Community wirklich YouTube-Channels zerstören, kaputt machen, ist auch schon passiert. Das ist eigentlich das Wichtigste, was ein YouTuber hat, ja, seine Community. Und auf die ist er angewiesen. Das heißt, ich bin auf euch angewiesen jetzt. Alles, was ihr macht, beeinflusst mich natürlich irgendwo.
ohne jetzt eingebildet zu sein, ich kann meine Playlist, vor allem die erste, die ist legendär, die kann ich immer wieder hören. Mein größter Wunsch wäre es, deshalb meldet euch gerne unter der E-Mail, die in der Videobeschreibung angegeben ist. Ich würde liebend gerne so die Playlist auf Party spielen, irgendwie auflegen, so DJ-mäßig. Also das wäre echt ein Traum von mir. Da ich hier zufällig vorbeigefahren bin, Nummer 90 mit Tofu, Schaf, zweimal Reis. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber ich bin ein bisschen angeschlagen. Also heute Morgen bin ich aufgestanden, so ein bisschen Schnupfen merke ich. Ich behaupte jetzt, dass ich schon seit 1,5 Jahren nicht mehr richtig krank war. Das ist für mich auch noch nicht richtig krank. Und ich weiß, dass es mir morgen gut geht. Und zwar habe ich hier ein paar Tipps für euch gesammelt. Natürliche Tipps, die ihr anwenden könnt, wenn ihr, weil jetzt werden so viele krank, so viele Leute werden jetzt krank. Und damit ihr nicht krank werdet, beziehungsweise wenn ihr leicht was merkt im Hals oder in der Nase oder so, dass ihr vielleicht ein bisschen Fieber, dann müsst ihr folgende Tipps beachten. Schwarzen Tee trinken, richtig viel, mindestens 2 Kannen schwarzen Tee. Und zwar mit Ingwer kleingeschnitten rein, Zitrone und Honig. Honig habe ich jetzt nicht da, nehme ich einfach Holundersaft. Es kann sein, dass im Winter die meisten Leute zu wenig, also einen Vitamin D-Mangel haben, deswegen Vitamin D auch hochdosiert. Ich würde sagen, 10.000 IU kann man ruhig zu sich nehmen, dann ist der Vitamin D-Speicher voll im Körper. Das heißt, ihr fällt nicht so in diese Winterdepression. Bioverfügbares Vitamin C, auch hochdosiert. Also eine Tablette hiervon zum Beispiel würde reichen. Das sind 1.000 Milligramm. Gerstengras, morgens, mittags, abends, ganz wichtig. 5 Gramm. Knoblauch, auch 3 Zehen am Tag. Ich weiß, Mundgeruch ohne Ende, aber 3 Zehen morgens, mittags, abends, einfach so. Essen auf einen Löffel am besten, vielleicht ein bisschen Honig drüber und dann einfach runter damit. Falls ihr es im Hals habt, Zwiebeln klein schneiden, Zucker drüber, dann entsteht so ein Sirup und dann den Sirup trinkt ihr. Das ist so ein natürlicher Sirup. Wirklich alles hochdosieren und dann seid ihr am nächsten Tag wieder gesund. Falls ihr noch weitere Tipps habt, um eine Erkältung bzw. Krankheit vorzubeugen, dann schreibt eure Tipps gerne in die Kommentare. Überraschendes Paket. Ich finde es voll cool, dass sie mir so ab und zu einfach so Überraschungen senden. Das ist der MyProtein Mystery Bag. 34,99 €. Dort sind aber Supplements drin im Wert von 70 Euro. Also ihr könnt gerne auf MyProtein auf den Link gehen. Ich werde euch den am Ende des Videos einblenden oder in der Videobeschreibung. Ey, das ist echt ein geiles Weihnachtsgeschenk. Fällt mir jetzt so spontan ein. Ihr holt so ein Bag, ihr bezahlt 35 Euro, da sind aber Sachen im Wert von 70 Euro drin, das heißt, ihr bezahlt immer weniger, als ihr bekommt. Legt es unter den Weihnachtsbaum, ihr wisst nicht, was drin ist, der andere weiß nicht, was drin ist, oder ihr holt es einfach für euch so als, wenn ihr so Nervenkitzel mögt, so ihr wisst nicht, was drin ist, weißt du, es gibt auch so auf dem Flughafen Kofferversteigerung, da bietet man für einen Koffer Geld, ohne zu wissen, was drin ist, und entweder man hat Verlust oder man hat Gewinn, hier hat man immer Gewinn. Und folgende Sachen können drin sein. Eine Mütze, eine Tasche, ein Shaker ist drin, Protein Mug Cake Mix. Dann sind hier ganz viele Proben drin. Dann nochmal Booster, ein Armband. Ich trage hier mein Humanity, dann kann ich das noch dazu tragen. Oatsen Whey Flapjack, ein Protein Cookie, ein Protein Brownie. Kai, da verpasst du was. Kai, was hast du getan? Manchmal fange ich an, das Video zu schneiden, bevor ich überhaupt fertig bin, so wie jetzt. Ich arbeite aktuell mit Final Cut und so sieht das dann aus. Ja, das ist das Video bis jetzt. Das sind hier die Cuts, hier ein bisschen Musik und so weiter. Also es ist noch simpel, ein Trainingsvideo. Das ist wirklich sehr, sehr aufwendig. Man achte hier auf mein schönes Aussehen, auf meinen Bart. Soll ich mir ihn so wachsen lassen? Wer möchte, dass ich meinen Bart so wachsen lasse, der gibt mir den Daumen hoch für das Video. Ja, also ich habe mir jetzt ein MacBook geholt oder schon vor längerem, weil ich einfach hier drauf besser arbeiten kann. Also mit Windows-PC ging gar nicht, also null. Und das hier läuft wie geschmiert. Hier habe ich zum Beispiel eine 70 oder 80.000-fache Geschwindigkeit und das läuft so flüssig im Programm. Schaut euch mal an. Also es ist unglaublich, wie leistungsstark hier dieser PC ist, aber hat natürlich auch seinen Preis. Aber wie gesagt, ich brauche das unbedingt für meine Arbeit.
ich habe jetzt das Video fast fertig. Eigentlich wollte ich noch kochen, aber ich lasse es, weil das Video ist schon lang genug. Sehe ich hier gerade 15 Minuten habe ich. Vielleicht kann ich noch was rauscutten, aber ich koche lieber nicht, weil dann wird es zu lang. Und so lange Videos schauen erfahrungsgemäß nicht alle oder nur die wenigsten bis zum Ende. Das Kochvideo kommt dann nächstes Mal im nächsten Full Day of Eating, würde ich sagen, oder im nächsten Rezeptvideo. Mal schauen, jedenfalls richtig geiles Kochvideo. Süßkartoffelpüree, ja, wirklich so gesagt. Also gemischt aus Kartoffeln, Süßkartoffeln mit Avocado-Creme bzw. Guacamole, Falafel und Salat mit Honig-Senf-Dressing, Hummus. Also mega geiles Essen. Schaltet ein, wenn ich wieder koche. Ich würde mich freuen. Haut rein, bis zum nächsten Video.